Hallihallo, Hallöchen, ich bin Yvonne van Papillon und heute habe ich mal eine Verpackung der besonderen Art, wie ich sie nenne. Und zwar habe ich hier eine Box mit 4 weiteren Boxen, die man so hier rausziehen kann. Und letztendlich würde ich hier tatsächlich noch hergehen und noch ein paar Sprüche oder so aufbringen. Aber so wird sie aussehen. Ich werde allerdings heute eigenes Designerpapier mit euch herstellen und diese Box etwas abwandeln. Für diese Box benötigt ihr Designpapier in Schwarz und in Weiß. Und zwar benötigt ihr in Schwarz 4x schwarzen Farbkarton mit den Maßen 7x7 und 2x 10x10. Des Weiteren braucht ihr weißen Farbkarton Flüsterweiß in den Maßen 9,5x9,5, einmal und 4x14,4x14,4. Das wird dann unser eigenes Designerpapier. Weiterhin habe ich noch 4 Sprüche mir überlegt für diese schwarzen Bereiche. Und zwar, ich weiß nicht, ich bin ja nun schon ein paar Tage älter und früher gab es sowas wie Poesiealbum oder Freundebücher noch und dann gab es immer diesen Spruch: In allen 4 Ecken soll Liebe drin stecken. Der eine oder andere wird sich daran vielleicht noch erinnern und die werde ich noch aufbringen. Gehen wir erstmal der Reihe nach vor. Und zwar stellen wir unsere Box her. Und zwar habe ich da schon mal was vorbereitet. Müsst ihr den schwarzen Farbkarton mit den Maßen 7x7 müsst ihr rundherum bei 1 cm falzen. Das machen wir jetzt auch mal ganz schnell. So, und dann brauchen wir diese Ecken, können wir rausschneiden. Und dann kleben wir 2 überliegende Seiten übereinander, 2 gegenüberliegende Seiten kleben wir die Laschen um. So, und jetzt nehmen wir uns die schwarzen Kartons mit den Maßen 10x10 und befestigen uns diese, indem wir die gerade hergestellten kleinen Schnippis einmal anbringen, und zwar an dem rechten Rand. Guck, dass es da genau abschließt. Dann klebt euch das fest. Dann liegt das hier genau auf der Naht. Und das machen wir jetzt reihum immer auf der rechten Seite. Und jetzt müssen wir das noch auf den Deckel kleben. Dafür nehmen wir jetzt die andere Seite. Ups.
So, dann ist das Grundgerüst schon fertig. Das sieht dann jetzt so aus. Überall habt ihr so ein paar Löcher drin. Das macht aber rein gar nichts. Jetzt hätte man noch hergehen können. Blöd, ne? Man hätte ja jetzt vorher noch das Zeugs draufkleben können. Aber nein, wir machen es uns natürlich wieder schwieriger, als es sein muss. Also für euch da zu Hause, macht es andersrum. Wenn ihr so clever wart und euch das Video erst anguckt und dann nachbastelt, kann ja euch nichts passieren. Ansonsten, I'm so sorry. So, jetzt habe ich es auch in die richtige Reihenfolge gebracht. In allen vier Ecken soll Liebe drin stecken. Ja, auch das passiert hin und wieder. Aber gut. Augen zu und durch. Wir ziehen das jetzt eisenhart durch. So, das ist die Grundbox. Jetzt müssen wir uns noch ein bisschen Designerpapier herstellen. Dafür brauche ich ein Schmierblatt. Wo ist es? Komm her. Ist ja nicht so, als hätten wir nichts. So. Und zwar habe ich mir überlegt, ich mache heute ein Stempelset, das vielleicht schon bekannt ist. Das ist das Gänseblümchenglück. Und ja, mich macht es glücklich. Ich hoffe, euch auch. Und ich werde heute arbeiten in den Farben Flamingorot und Blutorange. Ich habe jetzt verwendet dieses Gänseblümchen und ich vermute, ich werde auch dieses benutzen. Mal schauen. Legen wir erstmal los. Und zwar habe ich mir überlegt, ich setze in die Mitte dieses Gänseblümchen in Blutorange. Mal gucken, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Glück gehabt. So, und dann können wir hier mal mit Flamingorot oder Flirty Flamingo arbeiten. So, und dasselbe macht ihr jetzt auf diesen 14,4 x 14,4. Ich mache das jetzt im Schnelllauf, sonst wird das zu lang. Wir haben jetzt hier das fertige Designerpapier, was ich gerade hergestellt habe. Viermal, wie gesagt, in 14,4 x 14,4 und in 9,5 x 9,5. Das 14,4 x 14,4 große Designerpapier müssen wir uns jetzt noch falzen. Und zwar jeweils bei 4,8 Zentimeter. Also 4,8, halt, wäre beinahe schief gegangen, 4,8 und 9,6. Dann drehen wir das Ganze einmal, legen es wieder bei 4,8 und 9,6 an. Und das Ganze machen wir jetzt viermal.
Das ist erledigt. Jetzt müssen wir ein bisschen schneiden. Und zwar müssen wir links und rechts neben der Falzlinie einschneiden. Ich schneide mir so die Falz komplett raus. Und dann drehen wir uns das einmal, machen wir dasselbe nochmal. So sieht das dann aus. Und dann können wir auch schon hergehen und die Falz mal nachziehen, dem Falzbein. Und kleben uns das Ganze dann jetzt zusammen. Dafür drehen wir das um. Unsere Unterlage besser nehmen. Dann können wir uns das schon zurechtkleben. Schon mal überall festsetzen und dann können wir auch eine Eingriffstasche schon machen. Da könnt ihr euch jetzt aussuchen, welche ihr dann vorne haben wollt. Ich finde die ganz schön und dann guckt ihr, dass ihr das mittig ungefähr ausstanzt und das macht ihr mit den verbliebenen drei DSP ebenfalls. Wir sehen uns gleich wieder. So, die Büchskes haben wir fertig. Jetzt können wir die schon in unsere Kiste verpacken hier. Passt alles. Und jetzt müssen wir noch das obere aufsetzen. Das mache ich hier mit Dimensionals. So, jetzt würde ich fast noch sagen, mir fehlt hier oben drauf noch ein bisschen was. Da muss ich mir noch gerade was überlegen. Ich bin gleich wieder zurück. Als Deko habe ich mir überlegt, ich nehme einmal Blutorange in den Maßen 8x8 und Flüsterweiß mit den Maßen 7x7 und werde dafür dieses für dich aus dem Gänseblümchenglück verwenden. Und das werde ich jetzt mal hier so auflegen. Und das werde ich dann mit Blutorange bestempeln. So, und
Mit dem Gänseblümchen von eben in Flirty Flamingo werde ich mir hier so einen Rand drum zaubern. Hier werde ich dann auch nochmal mit Dimensionals arbeiten. Das kommt dann oben drauf. Okay, dann kommt auch noch ein bisschen Bling Bling. Wenn ich dann gerade weiß, wo ich mein Bling Bling versteckt habe. Ah, da. Ups, da haben wir so eine kleine Vorwitzige noch mit. So, aber die will er nicht dran halten. Ah, so. Kleber zumachen, nicht vergessen. Das ist die Box für heute. In allen vier Ecken soll Liebe drin stecken. So, die Box hat es geschafft. Die Farbkombi finde ich persönlich super spannend. Und die Deko anschließende wertet die ganze Box noch ein bisschen auf. Wer so etwas zu Weihnachten erstellen will, der kann das natürlich auch sich eigenes Designpapier zu Weihnachten herstellen oder fertiges schon nutzen. Man kann auch hier statt Rot kann man natürlich auch Silber oder Gold oder Kupfer verwenden und das als Folienkarton. Das sieht bestimmt auch ganz toll aus. Alle benötigten Produkte findet ihr auf meinem Blog. Der Link dazu findet ihr unten in der Infobox. Tja, ich denke, für heute war es das. Ich hoffe, euch hat die Anleitung gefallen. Über einen Daumen hoch und ein Abo würde ich mich wirklich riesig freuen. Ich danke euch fürs Zuschauen und wünsche euch bis zum nächsten Mal eine kreative und spannende Zeit. Bis dann. Tschüss, Yvonne.